still. Oder die Templer werden uns hören. Und damit zurück. Und willkommen bei Assassin's Creed. Ich bleibe zurück und kümmere mich um ihn. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Aha. Ja, wir sind hier, ne? Von hier oben. Sieht man jetzt leider nicht mehr. In den Heuhaufen gefallen ist natürlich... ja, das ist natürlich... Das weiß man nicht, ne? Aber ich finde es eine schöne Idee. Das weiß man nicht. Ich glaube aber, bei diesem geschichtlichen Ereignis, dann war das wirklich so, dass die in den Tod gefallen sind. Würde ich behaupten. So, wir lösen dann die Falle aus. Mache ich gleich. Geht's los. Gut, dann, wo? Ach ja, hier. So, dann balancieren wir mal hier rüber. Das kann man auch ein bisschen schneller. Ich hoffe, wir fallen nicht runter. Der macht das ganz geschickt. Bei Prince of Persia, da musste man schon schauen, ne? Da musste man richtig balancieren. So, weiter. Hier, glaube ich, braucht man nicht. So, dann geht's hier rauf. Hm. Sieht hoch aus. Wir sind immer noch im Tutorial, wie ihr seht, ne? So, und auch los! Oh. Ja, wartet halt. Halt, hier, glaube ich, geht's weiter rauf. Oder? Hier. Zack. Jupp. Mit A kann man ein bisschen springen. Los! Und dann hier rauf, bitte. Wie steht er auf? Oder muss ich erst hier rüber springen, um dann hier rüber zu springen? Nee, alles klar. Entschuldigung. So, kannst du dich? Ja, es geht. Es geht. Er kommt hier rauf. Super. Oh, ich habe ein bisschen Höhenangst. So. Muss ich jetzt mal zugeben. Ach, hier rauf. Okay. Na dann, weiter. Hallo? Will nicht. Ach doch, jetzt. Manchmal ist die Steuerung ein bisschen tricky. Was ist jetzt? Warum zieht es denn Schwert? Was muss ich machen? Ich muss angreifen. Ihr habt es geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sagt mir, wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassine nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Die schlimmste eurer Verfehlungen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein.
Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Ich lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen. Auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden? In allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielt es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Andere jagten eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. Degradiert. Wir haben alles verloren, was es zu verlieren gibt. Und fangen von vorne an, finde ich gut. Denn ich möchte ja nicht hier mit vollem Arsenal anfangen, ne? So, dann schauen wir mal. Es gibt da einen Verräter. Schauen wir mal den Film. Aber das ist, oh, unsere Lebensleiste sieht aber urstschlimm aus. Die sieht ja aus. Oh Mann. Nicht schön, ne? Gar nicht schön. So, dann scheinen doch die Templer wieder zurückgeschlagen worden zu sein. Und es war auch wirklich so, dass diese Festung im Grunde nur durch List auch wieder erobert wurden. Im Grunde wurden sie nicht durch die Templer erobert, sondern durch die ja, späteren Osmanen, durch die Türken, ne? Die Seldschuken, die da eingefallen sind. Genau. Ja, und die Sunniten haben auch immer mehr an Macht gewonnen, ne? Also Saladin und Nur ad-Din, und die haben ja die Kreuzfahrer wieder aus... Jo. Die haben sie wieder aus ihrem Land herausgetrieben. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber... Ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja.
Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Mhm. Ja, ich muss mal sagen, ab hier spiele ich jetzt blind, ne? Also hier habe ich noch nicht gespielt. Das ganze Spiel habe ich mal in einem Sale gekauft. Ich weiß nicht für wie viel. War nicht viel. So, wir müssen jetzt lauschen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Untertauchen, lauschen. Wir rennen mal ein bisschen. Ne? Denn zurzeit fällt mir auch nichts weiter ein, was ich euch noch sagen könnte. Also es gibt jede Menge zu sagen von den Kreuzzügen, von den Templern. Aber wollen wir erstmal hier ein bisschen weitergehen. Im Spiel, ne? Und schauen, was der hier sozusagen hat. Dieser Verräter. Ja, wir wissen es gar nicht, ob ein Verräter überhaupt ist. Hier runter müssen wir, ne? Könnt ihr bitte mal mich vorbeilassen hier? Danke. Auf dem Marktplatz? Scheint weiter unten zu sein, der Marktplatz, ne? Halt. Hier hinten. Anscheinend. Moment. Ich setze mich auf eine Bank in der Nähe und erfasse das Ziel. Okay, wo ist eine Bank? Seht ihr eine Bank? Ich sehe momentan keine Bank. Seht ihr eine Bank? Bin ich blind? Bitte sagt nicht nein. Warte, was ist denn da hinten überhaupt? Entschuldigung, muss kurz mal da Rinde schauen, was es ist. Ah, Sammelobjekte. Gibt nichts Schlimmeres in einem Spiel als Sammelobjekte. Ich bin weder ein Freund von Achievements, also deswegen habe ich auch Steam komplett ausgeschaltet, noch ein Freund von irgendwelchen blöden Sammelobjekten. Ach, da ist der Bank. Okay. Gut. So, wie belausche ich? Was? Achso. Na dann. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Nicht schlecht, oder? Also ich finde die Story, die hat was. Jetzt muss ich ja noch den Korbflechter finden. Also, ich finde, es ist gut gemacht. Gefällt mir ein bisschen. So, wo bist du, Korbflechter? Wir gehen mal hier außen rum. Wahrscheinlich müssen wir... Moment. Wir rennen mal hier rauf. Eventuell. Korbflechter. Wo flechtet hier jemand Körbe? Gibt's hier eigentlich auch eine Karte? Halt, hier haben wir wieder... Halt, Taschendiebstahl. Moment. Ach so, ja, da gibt's immer so Nebenaufträge. Das ist richtig. Gibt's ja im Grunde in fast jedem Teil. Wir werden nicht so viele Nebenaufträge machen, aber wir werden mal jeden Auftrag so einmal mindestens machen oder also so vielleicht mal ab und zu mal drin. Ich werde hier Nebenaufträge praktisch
euch nicht zumuten. So, was muss ich da machen? Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. So, was muss ich machen? Dann versuchen wir mal, den zu bestehlen. Wir sollen drücken und halten, der B-Taste. Okay, probier's. Huch. Nix, ich stehe hier nur so rum. Ich kann auch ein bisschen beten. So. Während er sich bewegt. Na dann los. Halt. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also während er stehen bleibt, nicht, ne? Nur während er sich bewegt. Ist das irgendwie von Belang, dass der sich immer so rumdreht? Bis jetzt kann ich ja noch gar nichts bestehlen. So. Steht er wieder. Also wenn es steht ist, soll ich, während er sich bewegt, steht er, ne? So, schauen wir noch mal. Jetzt, eventuell. Okay. So. Nachforschungen sind beendet. Ich stehe hier ganz unschuldig. Am besten, ich gehe gleich fort. Und soll jemanden finden. Jemand neuen. Okay. Gut. Dann mache ich mich auf den Weg. Oh je, das sieht schon... Na, schaut mal hin. Wie viele Leute da rumrennen. Toll, oder? Und vor allen Dingen in den neuen Teilen... Da ist es ja grafikmäßig noch... Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Was? Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ihr Moment. Werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Mhm. Der sagt ziemlich offen sein Zeugs. Ich soll den niederschlagen? Na super. Na dann. An einem abgelegenen Ort. Dann folge ich dem mal. Ja, die Assassinen, die haben ziemlich lange, sind die ihrem Opfer immer nachgeschlichen, haben sich im Grunde auch, das konnte manchmal über Jahre hinweg, konnte das sein, ne? Dass die sich praktisch Zugang verschafft haben zu verschiedenen ja, Positionen. Zum Beispiel in irgendeinen Orden sind sie eingetreten, um näher an ihr Opfer heranzukommen. So, ich glaube, hier wäre ein guter Ort. So, dann haben wir immer eine drauf. Ne? Ey! Na. Genug! Genug! Ich beuge mich! Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten
und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen. Er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid.